Okay, wer ist jetzt dran? Anni muss was erzählen. In Ordnung. Was wollt ihr für eine Geschichte hören? Weiß nicht. Wie wär's mit was Weihnachtlichem? Wow, darauf wäre ich sicher nicht gekommen. Okay, ich glaube, ich hab was. Kennt ihr die Legende des magischen Brinicles? Nein, also erzähl. Nun gut. Es heißt, dass in den Tiefen der Jorvikschen Winterwälder irgendwo immer genau zur Weihnachtszeit ein ganz besonderes Pferd umherstreifen soll. Es ist nicht viel über sein Äußeres bekannt oder was es so speziell macht. Sollte man jedoch den Erzählungen Glauben schenken, so hat es etwas Magisches an sich. Manche sagen, es unterscheide sich in seiner Fellfarbe stark von den restlichen Pferden der Insel. Andere behaupten wiederum, dass es etwas auf seiner Stirn trage, was einem Horn gleichen würde. Das Einzige, worin sich alle sagen, über dieses mysteriöse Wesen gleichen ist, dass es stets von einer magischen Aura umgeben sein soll. Man erzählt sich, dass das Brinicle oder auch Treibeiseinhorn genannt, nur von einer Person reinen Herzens gefunden werden kann. Und wer auch immer sich auf die Suche nach ihm macht, sich der Gefahr bewusst sein sollte, in die er sich begibt. Der Legende zufolge ist der Weg zu ihm gezeichnet von unzähligen Fallen und der kleinste Fehler wird den sofortigen Tod mit sich bringen. Habt ihr also den nötigen Mut, euch auf diese lebensbedrohliche Reise der Suche nach dem magischen Brinicle zu machen? Aber klar doch. Ja, erzähl weiter. Stell dir vor, du wanderst durch eine schneebedeckte Landschaft. Mein Pferd habe ich aber natürlich dabei. Sicher doch. Also, stell dir vor, du reitest durch eine wunderschöne Winterwelt. Die Schneeflocken rieseln langsam auf euch herab und eine weihnachtliche Stimmung liegt in der Luft. Trotz der eisigen Kälte, die euch umgibt, hast du dich beschlossen, gemeinsam mit deinem flauschigen Begleiter den Spuren der Legende des mystischen Treibeiseinhorns nachzugehen. Du weißt nicht, was euch auf eurem Weg alles erwarten wird, bist dir aber sicher, dass es euch an eure Grenzen treiben wird. Doch die Neugierde siegt und du lässt dich gemütlich von deinem Pferd über das ewige Weiß hinwegtragen. Weit und breit seid ihr die Einzigen in dieser kargen Gegend und bis auf das leise Geräusch der im Schnee versinkenden Hufe ist es unheimlich still und ruhig. Alles wirkt fast schon friedlich, doch der Schein trügt und die Gefahren umgeben euch und schotten euch wie ein Schleier vom Rest der Welt ab. Langsam verspürst du ein Unbehagen und das seltsame Gefühl, dass sich jemand beobachten oder schlimmer noch verfolgen könnte, breitet sich in deiner Brust aus. Vorsichtig lässt du deinen Blick zwischen den verschneiten Bäumen hindurchgleiten, kannst aber zu deiner Beruhigung nichts Außergewöhnliches oder Mysteriöses entdecken. Dennoch beschließt du, dein Pferd ein wenig anzutreiben, um der immer noch gegenwärtigen Unruhe in deiner Bauchregion zu entkommen. Die Hufe deines Pferdes wirbeln dabei mit jedem weiteren Schritt kleine Schneewölkchen auf und du vernimmst, wie deine Wangen immer mehr an Temperatur verlieren, was wohl dem eisigen Wind, der dir ins Gesicht bläst, zu verschulden sein muss. Doch, was war das? Okay, Leute, wir sind alle tot. Bye-bye, guys. War schön, euch kennengelernt zu haben. Ich gehe dann mal sterben. Lasst mich doch mal ausreden. Auf einmal tauchen vor dir im Schnee zweierlei Fußspuren auf. Zum einen die eines Fuchses und zum anderen Hufspuren. Jedoch führen sie beide in verschiedene Richtungen. Also, wie entscheidest du dich? Welchen folgst du von nun an?